Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Chapter One. Und ja, wir müssen ein Trainingsprogramm absolvieren. Schauen wir mal. You're a newcomer. Yeah. You must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic. A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay. Wir müssen also schießen. Go on. Shoot the targets. Okay, ja, ist ja gut. Concentrate, Sherry. Drücken Sie zum Zielen rechts und zum Feuern links. Beim Zielen wird der Zeitlupenmodus aktiviert, in dem für begrenzte Zeit mit Schusswaffen zerstörbare Objekte hervorgehoben werden. Drücke R zum manuellen Nachladen deiner Schusswaffe. Details. Du kannst einen Gegner festnehmen, nachdem du ihm mit Hilfe seiner Schwachstellen, der Umgebung oder deiner Schnupftabakdose handlungsunfähig gemacht hast. Mhm. Handlungsunfähige Gegner sind mit einem Timer über den Kopf gekennzeichnet. Beweg dich direkt zum Gegner, um die Verhaftungssequenz auszulösen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Gegner vor Ablauf der Zeit festzunehmen. Jede Festnahme wird mit Geld und Johns Anerkennung belohnt. John ist kein Freund von Blutvergießen. Daher wäre er nicht begeistert, wenn du jemanden tötest. Beim Zielen wechselt der Kampf automatisch in die Zeitlupe, die jedoch nur von begrenzter Dauer ist und die Abklingzeit zur Folge hat. Im Zeitlupenmodus werden, sind das Videos? Müssen wir gleich mal gucken. Im Zeitlupenmodus werden nützliche Objekte und die Schwachstellen der Gegner hervorgehoben. Okay, so wie hier. Gegner, die Kopfpanzerung tragen, können nicht handlungsunfähig gemacht werden. Die Kopfpanzerung kann erst heruntergeschossen werden, nachdem alle anderen Panzerteile entfernt wurden. Sobald der Gegner keine Kopfpanzerung mehr hat, kannst du ihn mit einer beliebigen Methode handlungsunfähig machen. Durch das Festnehmen von Gegner kannst du Lebenspunkte regenerieren. Sherlocks Lebenspunkte regenerieren sich auch ein wenig, wenn er für einige Sekunden keinen Schaden erlitten hat. Durch Festnahme wird auch dein Schnupftabakdose schneller wieder aufgeladen. Dementsprechend schneller kannst du dann weitere Feinde handlungsunfähig machen und festnehmen. ESC gedrückt halten, um den gesamten Kampf zu überspringen. Du erhältst dann jedoch keine Belohnung. Kämpfe können nur während der Anfangszwischensequenz übersprungen werden. Ruf die Spieleinstellung auf, um den Schwierigkeitsgrad für Kämpfe anzupassen. Wir gucken mal, sind das Videos? Jo. Okay. Schießen, hinrennen. Oh Gott, was? Du kannst Gegner festnehmen in den Schwachstellen der Umgebung. Er schießt auf ihn und dann rennt er hin. Oh Gott, das muss ich erstmal üben. Das wird ja, oh Gott. Ah, das sind die Panzerplatten. Okay, alles klar. Oh Gott, wie funktioniert... Oh, ich bin so... Oh Gott, das wird ja lustig. Das wird, glaube ich, sehr spaßig. Okay, das haben wir. Hier. Verschüttete Erinnerung. Vor meinem inneren Auge blitzte gerade eine Erinnerung auf, die eines Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort gewesen? Stonewood Manor muss sich in Grand Stray befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf dem Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe sein. So, Mutterliebe. Mein imaginärer Freund John. John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Verschwundene Polizeiakte. Die Polizeiakte über den Tod meiner Mutter ist verschwunden. Schon sehr merkwürdig. So, dann gucken wir mal, wie das geht. Okay. Hey. Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. So, wie benutze ich denn mein Schnupftabak nochmal? Kann ich mit ihm reden? Alright, let's move on, Sherry. Move on to the next room, new boy. Ja, ja. Come on, Sherry. It's just like intruded. Okay. Mit Left kannst du zwischen, okay, stehen und ducken wechseln. Mit Space rollen. Achso, da muss man aber, okay, alles klar.
Start. Steady, Sherry. Steady. And go. Yeah, finish. Woo. Sherlock, you are the fastest man alive. Danke, 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 danke. Danke schön, danke schön. So. My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. Beim Zielen läuft die Zeit langsam ab und sowohl gegnerische Schwachstellen als auch nützliche Objekte in der Nähe werden hervorgehoben. Nimmst du diese Ziele unter Beschuss, ebnest du den Weg für weitere Festnahmen. Achte beim Schießen auf Umgebungsobjekte darauf, dass der Gegner nahe ist. Wie nehme ich den fest? I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. The snuff's ready. Wie mache ich das denn mit dem Schnupftabak? Okay, ich bin gespannt. Warte mal, ich gucke nochmal eben schnell in der Dings. Nein, keine Garderobe. Optionen, Grundlagen, Kämpfe. Wie benutze ich denn den Schnupftabak? Stand da eine Taste? Indem du Schwachstellen der Umgebung oder eine Schnupftabakdose handlungsunfähig machst. Stand aber jetzt nicht, ne? Okay. Schauen wir mal. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Stärkere Gegner können sich oft mit Panzerung, schießt die Panzerungsteile vom Körper, um Schwachstellen des Gegners offen zu legen. Helme müssen als letztes weggeschossen werden. Ach so. Okay. Hey. All right, let's move on, Sherry. Das wird lustig. If you stand here and use your snuffbox on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Mit X kann Sherlock Gegner in der Nähe Schnupftabak ins Gesicht werfen, um sie handlungsunfähig zu machen. Diese Fähigkeit hat nach jeder Anwendung eine Abklingzeit zur Folge, die jedoch mit jeder erfolgreichen Festnahme kürzer ausfällt. Okay, also ich drücke X. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Okay. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Okay, das muss ich aber erstmal alles behalten. Come on, let's impress that old copper with our results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Ich verstehe. Okay, alles klar. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Menschen zu töten ist barbarisch. Versuche stattdessen, den Gegner festzunehmen. Dazu musst du ihn erst handlungsunfähig machen und dich ihm dann nähern und anschließend für die Festnahme linke Maustaste drücken. Folge dabei zügig den Anweisungen auf dem Bildschirm. Oh Gott, das wird ja spaßig jetzt. Okay. Nicht in den Kopf schießen, ne? I'm coming. Oh Gott, D. Oh Gott, das muss ich erstmal üben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein, das funktioniert so nicht. Na, so funktioniert das nicht. Warte mal. Lade nach. Nee, so nicht. Du kommst für mich, okay. Nein, so war das nicht. Warte mal. Nein!
Ah, okay, alles klar. Take a rest, my friend. Und dann festnehmen, wie mache ich das? Wie nehme ich den fest? Achso, der ist festgenommen. Achso, was? Oh Gott, okay, das ist aber tricky. Alter Schwede. Na, so nicht. Okay, alles klar. Okay. Okay, alles klar, alles gut. Give him the pepper snuff. Oh, da die Taste auch noch. Oh Gott, ich muss die Taste auch richtig treffen. Ja, coming for me. Please. Oh Gott, das muss ich erstmal üben. Das muss ich erstmal üben. Das muss ich erstmal üben. Huch. Oh, der hat auch noch eine Brille auf. Ja, bin dabei. Das hat besser geklappt. Okay. Puh. Donnerwetter. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street. And you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Thank you. So, you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. Die Entscheidung liegt bei mir. Sehr schön. Gucken wir doch mal. So. Ja, genau. Alles klar. Ich glaube, das sollten wir machen. 9 Uhr haben wir. Ah, komm, wir haben sogar eine Uhrzeit. Ach, krass. 102 M haben wir, also Geld. So, ein Banditenunterschlupf wurde auf deiner Karte eingezeichnet. Wähle Details aus, um zum Spielgrundlagenbildschirm zu gelangen. Oh Gott, was? Banditenunterschlüpfe sind Kampfarenen, in denen du immer wieder aufsuchen kannst. In jedem Viertel befindet sich Banditenunterschlupf. Dieses Symbol auf der Karte kennzeichnet einen Banditenunterschlupf. In Banditenunterschlupf, mein Gott, so oft gesagt jetzt schon, triffst du in der Regel auf mehr und schwierigere Gegner als bei einer folgenden Story. Wenn du es lebend aus einem Banditenunterschlupf herausschaffst, wirst du abhängig von deiner Kampfleistung mit Geld belohnt. Wenn du alle Banditen festnimmst, schaltest du Herausforderungen frei. Diese Herausforderungen machen die Kämpfe schwieriger, da sie sich beispielsweise auf die Regenerierung von Lebenspunkten auswirken oder nützliche Objekte entfernt werden. Schalte so viele Herausforderungen wie möglich frei, um mehr Punkte für eine der 5 Ränge zu erhalten. Jeder erlangte Rang erhöht den Multiplikator für Geldbelohnung. Nutze dein hart erkämpftes Geld, um einzigartige Outfits bei Händlern in der Stadt zu kaufen. Du kannst Kämpfe in Banditenunterschlüpfen nicht überspringen, aber die Entscheidung treffen, gar nicht erst zu kämpfen. Okay. Gut, da verdienen wir also Geld. Der hatte von irgendwas erzählt, von der Karte hier. Hinweise aktualisiert. Geschwungene Fäuste, neuer Fall. Gucken wir gleich mal. Erstmal raus. Wieso haben wir eigentlich keine Jacke mehr an? Kann ich Garderobe wechseln? Ah, okay. Doch, das geht. Ich kann auch jetzt so rumlaufen, ne? Ich bleibe aber... Ja, komm. Wir bleiben erstmal so. Ich wollte nur mal gucken. So, geschwungene Fäuste. Was haben wir denn hier? Aussage des Dockarbeiters. Ich saß einfach nur da, als der Händler den Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Hätte ich einfach tatenlos herumsitzen sollen, als wäre nichts passiert? Ich griff wohl nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr.
Aussage des Händlers. Dieser Matrose schubste mich herum, dabei habe ich doch nur aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttet. Ich rempelte dabei den Soldaten an, der dann auf mich losging, als wäre es mein Schuld gewesen. Ich muss mich wehren. Aber dann zog mir jemand eine Flasche über den Kopf und ich wurde ohnmächtig. Aussage des Barmanns. Der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen und dann eskalierte das sofort. Ich weiß noch, dass der Matrose mit einem Stuhl nach den Händler geschlagen wollte, aber stattdessen den Dockarbeiter traf. Das war alles, was ich gesehen habe, weil ich mich dann hinter den Tresen versteckt habe, um zu warten, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Aussage des Soldaten. Der Händler schlug mir ins Gesicht und dabei ging meine Brille zu Bruch. Das war die einzige Brille, die ich hatte. Dieser osmanische Abschaum hasst jeden von uns. Wie lange müssen wir uns noch mit ihnen abgeben? Bericht Nummer 1804. Bei einer Schlägerei in der Bar Golden L wurde ein Matrose erstochen. Die Bar befindet sich in der Scarlet Street in der Altstadt, westlich der Sesam Street. Ja, Sesam Street. Verdächtige: Brian McLee, Soldat, Alec Kaplendis, Dockarbeiter und Selim Yunan, Händler. Alle Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Für den Fall sind noch weitere Ermittlungen nötig. Das ist ein Fall, den wir aufnehmen können. Ja. Ich würde aber tatsächlich auch hier erstmal weitermachen. Den können wir vielleicht mal danach machen, nach der Mutterliebe. Ich würde jetzt erstmal hier suchen. Sandwood Manor muss sich in Grand Stray befinden. Da, wo wir? Da. Hier. Erinnerung an einer Brücke und eine Kirche auf dem Hügel. Das weiß ich, wo das ist. Die Kirche ist hier und die Brücke. Aber wo ist die Brücke? Okay, vielleicht hier. Ich würde da gerne mal hinreisen. Mache ich mal. Schwupps, und dann gucken wir mal. So. Gut, bei denen Unterschlupf. Ja, ja, ja. Okay. Details haben wir schon gesehen. Das haben wir schon alles gelesen. Das passt alles. Überspringen mit L. So, wir sind jetzt wo? Wir sind da. Kann ich den Wegpunkt entfernen? Mit. So. Da ist der Bedienunterschlupf. Ich will mal gucken, ob das vielleicht. Hier ist die Kirche, ne? Hier ist auch eine Brücke. Vielleicht ist das da. Ich würde mal da einen Wegpunkt hinmachen. Das wäre in die Richtung. Ich gehe mal. So. Jetzt renne ich ja doch wieder. Na egal. So, wo war die Kirche? Entschuldigung. Das mit dem Fall klingt auch interessant, ne? Muss man sagen. Können wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. So. Was haben wir hier? Was ist das hier für ein Laden? Bookstore. Ah, guck mal. Buchhandlung. Sehr schön. Da ist der... Ist da ein Hügel? Nee. Wo ist denn jetzt die Kirche? Die Kirche ist da. Ich wollte eigentlich hier rechts rüber. Ja, weil hier sind wir schon wieder im anderen Gebiet, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Hier ist eine Brücke, aber die... Oh Gott, was ist das denn? Um Gottes Willen. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber hier wollte ich gar nicht. Komme ich hier durch die Gasse? Wo geht's hier hin? Ja. Aber das ist, glaube ich, hier nicht richtig. Nee, ich glaube, das wird hier nicht richtig sein. Eine Kirche, ne? Ich gehe mal Richtung Kirche. Vielleicht werden wir ja da fündig. Guten Tag. So sieht das Gebäude aus. Würde ich vielleicht mal anpinnen. Damit wir da mal... Das ist es nicht, ne? Bonadito Limited. Okay. Vielleicht finden wir das Gebäude, ja? Und sehen es irgendwo.
wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr es seht, dann schreibt es bitte. Aber ist ja kein Livestream. So.